Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation und dem Beagle. Alles, was ich möchte, ist zum Exit zu kommen. Dieses Alien macht es mir aber sehr schwer, weil ich es auch ständig übersehe an den Lüftungsschächten im Moment oder aber nicht richtig schleiche. Denke ich dran. Ja, du wartest nur auf mich, ne? Nächster Lüftungsschacht auch, oder habe ich jetzt mal ein bisschen Ruhe? Nur ein bisschen. Was ist denn ein scheiß Lüftungsschacht nach dem anderen? Du Lemurenlurch! Boah, das wäre fast schief gegangen. Ich versuche gerade einfach nur noch den Lüftungsschächten aus dem Weg zu gehen. Zugegebenermaßen dank meinem letzten Auftritt vor 2 Folgen mit dem Alien im Lüftungsschacht. Ein bisschen misstrauisch, dass man jetzt nicht mehr durch Lüftungsschächte gehen kann, ohne dass der Bastard einem folgt. Nirgendwo hat man seine Ruhe, nicht mal auf Klo hat man seine Ruhe quasi. Hm? Ah, danke. Was kann ich denn herstellen? Nicht viel. Okay. Ich kann Geräuschemacher herstellen. Ich weiß nicht, ob ich das will, aber ich kann es. Ich habe ja ein bisschen was. Ich habe fast Komponente B fehlt mir einfach heftig. Und ich bin ehrlich gesagt nicht so schlecht im Umgucken, ne? Also ich gucke mich schon um, wenn geht. Oh, den kann ich machen. Sollte mal wieder ins Synthetik kommen, ist das nicht schlecht, ehrlich gesagt. Wenn ich doch schon mal die Zeit habe, gucke ich mich um. Rohrbombe. Rohrbombe ist halt scheiße laut im Zweifel. Elektroschocker kann ich nicht machen. Geräuschmacher kann ich echt machen. Okay. Könnte ich machen, mache ich jetzt aber nicht nochmal. Na gut. Nee, nicht den Geräuschmacher. Nimm Molotow. Ja. Ich denn jetzt hier? Irgendwo, wo es richtig zu sein scheint, ne? Okay.
Kontrolle. Gehen Sie zu Sixen Synthetics zurück. Oder waren wir überhaupt schon in Sixen Synthetics? Ich weiß es nicht. Wenn die Musik nicht ist, ist es doof, ne? Dann muss ich wieder einen Ticken lauter machen. Für mich an Dings, damit ich das Alien auch hören kann. Aber man hört dieses Alien auch verdammt weit, ne? Also. Oh. Mängel registriert. Wird heruntergefahren. Bringen Sie Taylor die Ausrüstung. Ah, okay. Ja, ich hab's verstanden. Rein. Oh, das stelle ich mir sehr unschön vor. Ich glaube, ich habe noch nicht alle Battery hier aufgebraucht. Was ist denn da vorne? Was ist da vorne? Ich will's wissen. Also im Moment scheint das Alien wirklich die Schnauze voll zu haben. Liegt vielleicht auch einfach darin. Komponente B. Ich könnte ein Medkit machen und das mache ich auch. Na. Medkit ganz wichtig einfach. Also das zum Herstellen ist schon ein bisschen Limonensohn. Es fehlt mir Komponente B und Sprengkapsel. Was habe ich denn jetzt in der Hand? Es ist wieder da, oder? Gib mir doch eine Pause, Alien. Wie wär's, ja? Bitte, nur ein bisschen. Nicht viel, aber so viel, dass ich zumindest wo auch immer ankomme. Da fehlt ein Teil. Das muss ich in Ordnung bringen. Was sie alles immer so in Ordnung bringen muss, ne? Aufzugstörung. Reparatur benötigt. Okay. Noch mehr sein. Schieß einfach auf alles, was sich bewegt. Bitte was? Alles total verrückt. Reiß dich zusammen. Sie haben ihn einfach relativ geile Idee. Und jetzt sind sie auch tot. Also beruhig dich einfach. Mal. Ich hatte jetzt das Gefühl, dass es die einfachste Variante ist, loszuwerden, weil mal ganz im Ernst. Der Bastard ist sowieso immer in meiner Nähe, dann kann ich ihn auch rufen, wenn ich ihn brauche. Ich bräuchte aber jetzt in der Tat all euren Loot. Tut mir leid, dass ich euch jetzt hier so töten musste, aber ihr hättet mich getötet, bin ich mir relativ sicher. Ausweis. Wo muss ich denn hier? Irgendwo ist es hier. Oder es ist wieder in den Schacht gegangen. Ich brauche aber irgendwie irgendwas. Dieses Ding, das nervt mich. Ach, das Ladungsblock ist bei mir voll. Ach, scheiße. Alter, wenn du jetzt um die Ecke kommst, ich schmeiß dir direkt den Molotow um. Verpiss dich. Das heißt hier nicht Jack Daniels, sondern Ray irgendwas. Ray Whiskey. Okay, ist gegangen. Er ist gegangen. Die
Frage ist ja immer, wie lange er gegangen ist, ne? Ich glaube, das hat tatsächlich gewirkt. Schade, dass ich jetzt kein Molotow-Cocktail mehr habe. Ich dachte, es wäre weg. Ich habe wirklich gedacht, es wäre weg. Wo muss ich denn genau hin? Das sagt mir auch einfach kein Mensch, ne? Wenn jetzt das Alien kommt... bin ich natürlich gearscht. So wie hier. Ich bräuchte was zum Verstecken. Ich habe nämlich kein Molotow-Cocktail mehr. Gib mir einen Schrank, gib mir einen Tisch, gib mir ein irgendwas, gib mir irgendwas! Scheiße nochmal. Jetzt kann ich mal kurz gucken. Ich kann immer noch kein Molotow herstellen. Scheiße. Ich habe noch keine Fehler, kann ich gesandt werden? Freigabe. Morgen gemeinsam Sixen reisen in den Kolonienweltraum. Unsere bemerkenswerte Wachstum. Sieg und Sohn wurde zum Rückgrat einer Koloniale. Bla bla bla. Nein. Smythe, haben Sie Ihren Text für die VIP-Besucher heute gelernt? Wir müssen Eindruck schinden. Müssen wir Man das? Es wird gerüchtet, dass das die letzten potenziellen Besteller für eine Ladung Sevastopol-Hiwis sind. Sorry, Leute. Die sich für Weyland-Yutani-Schrott entscheiden, stehen die uns von Sixen zugeteilten Jobs auf der Erde auf dem Spiel. Dann geigen sie das nicht. Spedding Ende. Gut, ja, ja. Hier komme ich überall nicht. Schafft Zugang zum Warenlager. Okay. Das werden wir wohl hinkriegen. Kann ich da. Warte mal, da kann ich lang. Vielleicht finde ich eine Karte, das wäre schön. Weiß ich nicht, aber ich gehe erst die Leiter hoch. Ich finde, ich habe das Alien jetzt erfolgreich in die Flucht geschlagen. Wäre ich nicht aus meiner Ecke rausgekommen, wäre eigentlich alles gut gewesen. Because I was stupid. Oh ja, 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 bitte. Ich habe immerhin die Menschen geschafft. Nicht einer von denen hat mich gemerkt. Bemerkt meine ich natürlich, nicht gemerkt. Stimme auf. Gerät unzureichend. Das Gas, das sehe ich von hier aus. Als hier reinkommt, bin ich natürlich gearscht. Ich gar nicht, das ist ein Schrank. Darf ich den Schrank benutzen? Natürlich darf ich den Schrank nicht benutzen. Es ist mir sehr nah. Wie komme ich denn jetzt? Ich muss wieder da runter, ob ich das jetzt möchte oder nicht. Stellen. Wie stelle ich den Strom denn wieder her? Irgendwo da vorne? Finden Sie den? Ja, das habe ich doch schon, aber wie stelle ich halt den Strom wieder her? Elektroschock. Ich habe nichts, was hilft, also. Leute, ich bin verwirrt, was soll ich machen? Finden Sie einen Weg, den Bedarf sein, verschaffen Sie sich Zugang. Ja. Nein, vielleicht. I don't know. Bei meinem Glück renne ich gleich sowieso wieder ins Alien rein. Oh, was haben wir denn hier? Ein Speicherpunkt. Ich bin irritiert. Was hab ich denn da?
ein Upgrade für mein Dings. Nice. Es stand nicht Gefahr ist nahe, also. Ich halte das aber ehrlich gesagt für ein Gerücht, dass die Gefahr nicht nahe ist. Ducken. Rein da. Ich habe einfach keine Komponente für noch einen. Kann ich die Leuchtfackel denn benutzen? Wenn ich da je drauf komme? Ich würde so gerne. Ich finde aber genau die Komponenten, die ich brauche, nicht. Steh mal auf. Ich habe jetzt keine Lust, durch diesen großen Raum durchzuschleichen. Halbwegs meine Ruhe. Mal hoch. Dann hacke ich das Teil jetzt noch und dann speichere ich. Ja, komm. Bei meinem Glück störst du mich beim Hacken, korrekt? Das ist sehr laut. Also, wenn das Alien darauf nicht aufmerksam wird, dann weiß ich halt auch nicht, ne? Naja. Aber ich muss. Ich habe keine Wahl. Keine Lüftungsschächte, weil die Decke zu weit weg ist. Das finde ich gut. Tötest du mich direkt im Zweifel? Okay, benimm dich. Nur für den Fall, dass du durchdrehst. Du hast aber keine roten Augen, also alles in Ordnung, nehme ich mal. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich brauche einen Kompressionszylinder. Komponentenlagerreihe 1, Stapel B. Bitte folgen Sie mir. Okay. Aber mach nicht so einen Krach, ja? Ist das wirklich etwas, was man einem Androiden sagen sollte? So, mach keinen Krach. Mach keinen Krach. Das ist sehr laut. Kumpel, bist du nice zu mir? Bleibst du auch nice? Oder kriegst du mittendrin Kurzschluss und denkst dir, nö. Er hätte ja auch seine Schlüsselkarte gereicht, oder? Er hat magische Finger. Er hat einfach einen Code. Er braucht keine Schlüsselkarte. Gut. Was haben wir denn hier? Warte. Wir sind da. Ja? Der Kompressionszylinder befindet sich am Ende dieser Reihe. Am Ende dieser... Kumpel, wenn du jetzt weitergehst, hast du ein Problem. Kumpel? Ey! Synthet! Hallo! Du, Hab ich es dir doch gesagt. Ach, dann muss ich da rein, nehme ich mal an. Ladungsbank, mich voll. Warte mal, was? Warte mal, was? Was habe ich hier drin verpasst? Dann haben wir jetzt einen Lüftungsschacht ohne alles. Warum ist hier ein Lüftungsschacht ohne alles? Man weiß es. Ich frage mich halt, kommt das Alien hier rein? Wenn ja, kann ich es durch Strom laufen lassen? Das sind sehr gute Fragen, finde ich. Kann ich dann einfach woanders lang gehen? Auch eine sehr gute Frage, ne? Kann ich hier den Knopf drücken? Ja. Okay. Keine Ahnung, was mir das gebracht hat. Vielleicht auf der anderen Seite? Thank you.
mir jetzt was genau gebracht? Weil ich habe keine Ahnung, was mir das gebracht hat. Holen Sie sich den Kompressor. Okay, ja, gut, ne? Aber wo? Hier nicht, ne? Ne, hier nicht. Ich nehme mal einen in Reihe B, ne? Aber wie komme ich nach Reihe B? Das ist eine sehr interessante Frage. Kann ich nicht irgendwie das Ganze umgehen, schlauerweise? Oder das aus? Das auch aus? Ich meine, ich bin doch genauso chilly, wenn ich da durchgehe. Was brauche ich denn jetzt noch? Komponente B. Dass ich nie so eine Komponente B habe, ne? Ich habe keine Ahnung, ne? Irgendwie nicht. Menno. Kann ich dich eigentlich... Ich bin mir gerade nicht so sicher, was die von mir wollen. Das muss ja doch dann. Ah, geh mal da rein, bitte. Das kann ja nur hier sein. Weil hier ist nichts. Was ist hier? Hier ist gar nichts. Irgendwas übersehe ich und ich bin mir einfach nicht sicher. Was? Ich kann das noch weiter nach oben machen. Okay, ich versuch's mal. Ist gesperrt. Das, dann kann ich das bestimmt auch noch eine Weile. Ne, das hinten hier. Kann ich bestimmt auch noch eine Reihe weiter höher machen. Whatever that means. Irgendwie gar nichts. Ja, nun. Kann ich das irgendwie runterlassen oder so? Irgendwas verstehe ich hier dran nicht. Von draußen etwa? Warte mal. Hätte ich eine Karte hiervon, wäre das schon echt pornös. Irgendwie von hier? Nee. Jetzt nochmal da hoch und speicher. Und nächste Folge schauen wir uns das an, weil irgendwie bin ich gerade zu doof dazu. Okay, lieben Leute, nächstes Mal schauen wir uns das genauer an. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein.